Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele die Künstlerin. Ja, und ich spiele mit den Perks... Oh, komischer Ruckler. Ich spiele mit den Perks Fluch-Spielzeug, Fluch-Pentiment... Fluch-Spielzeug, Geißelhaken, Schmerzensecho, Pup Goes to Weasel und Fluch-Pentimento. So rum. So, ich habe außerdem zwei Addons dabei. Einmal das Überlebende, die... meinen Krähenschwarm am Hals haben, die sind erschöpft. Das ist eine Addon, das grüne. Und außerdem habe ich noch ein zweites Addon dabei, was... Dann habe ich noch ein zweites Addon dabei, warum Lieren? Das einfach den Effekt hat, dass Überlebende eine halbe Sekunde, es ist wirklich minimal, eine halbe Sekunde länger brauchen, um den Krähenschwarm loszuwerden. Und tap. Okay, perfekt, da schreit's. Das heißt 15 Sekunden, 15% Rückschritt. Hier hau ich jetzt Pop drauf. 1, 2. Pack den Raben nach da. Oh, perfekt. Ich habe sie zumindest von diesem Fenster weggedrängt. Aber wenn ich Pech habe, hat sie 300 Paletten. Nein, hat sie nicht. Wunderbar, dann komm mit. Dann habe ich hier oben auch noch direkt einen Geißelhaken für sie. Und tap. Wenn ich Glück habe, bang, geht der Generator wieder zurück. Ich kann jetzt nicht gegentreten, aber das ist gar nicht schlimm. Weil ich mir das Pop dann so einfach sparen kann. Okay, ich muss hier gegentreten. Diese Wand, ne? Das Gebäude ist halt, ist halt wirklich schwer, finde ich. Weil du hast, oben können zwei richtig starke Paletten spawnen. Dann hast du unten eine Wand, die du zerstören musst. Okay, die hat doch garantiert... Nee, ich dachte, die hätte angefasst. Ich wollte die Gier bestrafen. Einmal. Okay, jetzt geht's da lang. Hab ich dich? Perfekt. 1, 2. Zum Glück habe ich den Rahmen noch schnell genug gesetzt bekommen. Perfekt. So, und wenn ich die jetzt wieder an den Geißelhaken hänge, geht der Generator dort unten wahrscheinlich nochmal ein Stück zurück. Und wenn da wieder Leute dran arbeiten, dann... Yep. Ihr mögt den Generator, aha. 1, 2. Wieder Pop drauf. Und ich halte den Generator so schön zurück. Einmal. So. Okay, mal schauen, was er mit der Distanz macht. Ich werde jetzt keine Raben setzen. Okay, sie zerstören die ersten Totems. Super. Ich werde jetzt keine Raben setzen, um ihn halt... So, keine Ahnung. Hab ich dich? Ich werde jetzt keine Raben setzen, die ihn halt nur einen Rabenschwarm aufhören, sondern die halt jetzt eher bei den Loops so einsetzen. Du kommst mit. Dort hinten habe ich einen Haken. Boah, und wenn die wieder dort jetzt den Generator anfassen, ne? Und der wieder durch Schmerzensecho zurückgeht. Und ich dann wieder Pop draufhauen kann, ne? Ich glaube, ich würde mir da echt in den Hintern beißen. Ja, schreiben schon wieder zwei Leute auf. Ja, ja, ich weiß, dass du da hochläufst. 1, 2. Pop ist wieder drauf. Okay. So, Lian hat jetzt den Rabenschwarm, versucht ihn loszuwerden. Wenn ich ihn schlage, unterbricht es das nicht, oder? Nee, hat es nicht unterbrochen. Okay, Schrottlaube Lian. Kein Problem. So. Hab ich dich? Okay, 1, 2. Er hätte jetzt einfach hier warten müssen und ich hätte im Zweifel einen neuen Rahmen setzen müssen oder... Ja, er wäre halt freigekommen. So, den kann ich leider nicht an den Haken hängen, an den Geißelhaken, weil hier gerade keiner in der Nähe ist. Ich denke mal, dass sie dort halt wieder arbeiten. Ah. Okay, perfekt. Da haben meine Raben wieder ein neues Ziel gefunden. Ich gehe direkt hin. Ja, die ziehen jetzt durch. Die haben keine Lust, dass der Generator nochmal zurückgeht. Hä, ich habe doch gesehen, wie links lange jemand wegläuft. Aber ich habe zu früh aufgehört zu gucken. Die Nia. Okay. Na gut, dann jage ich dich halt so rum. Dich. Übrigens, das hatte ich glaube ich gar nicht in dem Video erzählt, gestern zu ihr, sie wurde so ein bisschen vom PDB abgeändert.
Und zwar wurde der Radius erhöht, indem sie um den Haken herum keine Raben setzen kann. Also man hat, wenn jemand am Haken hängt, dann kann ich in diesem Gebiet keine Foltervögel setzen. Und der Radius war 8 Meter groß und er wurde jetzt auf 10 Meter erweitert. Also minimaler Nerf, sage ich mal. Außerdem wurde verändert, dass wenn Überlebende in diese Krähen reinlaufen, die einfach nur rumstehen, sage ich mal. Also wenn ich jetzt eine Krähe platziere und der Rabenkopf irgendwo steht. Hat er mich nicht gesehen? Keine Ahnung. Also wenn irgendwo der Rabenkopf steht und die Überlebende reinlaufen, dann kann der die Überlebenden nicht mehr verletzen. Selbst wenn sie halt einen Rabenschwarm haben. Auf dem PDB war das so, wenn Überlebende mit einem Rabenschwarm in so eine stehende Krähe, sage ich mal, reinrennen, dann werden sie direkt verletzt. Das ist nicht mehr so. Das sorgt dann einfach nur noch dafür, dass der Rabenschwarm, oh, schön gemacht, erneuert wird, ne? Genau. Also das sind so zwei kleine Änderungen. Ich weiß nicht, ob die jetzt, die machen aus Killersicht, finde ich jetzt nicht so den Unterschied, sage ich mal. Die zerstören die Totems, perfekt. Sorgt halt einfach dafür, dass Überlebende, wenn sie jetzt bei einem Loop sind, an dem so ein Rabenkopf ist, einfach in den Rabenkopf reinrennen können, dann haben sie halt die Krähenschwarm, der sie umspürt. So, es wird Zeit, dass ich einfach mal ein paar Totems wieder aufstelle und Pentimento über die Leute bringe. Seht ihr mich nicht? Oder ist Spielzeug wirklich so krass? Für Dead? Okay. Das Gute ist aber, dass ich jetzt wenigstens noch kurz Killerinstinkt sehe. Und zumindest eine grobe Richtung habe, in die sie geht. Aber sie geht halt ins Nirgendwo. Nirgendwo. Richtig. So, und wenn ich jetzt lustig bin, gehe ich jetzt einfach hier hin. Zack. Hab direkt Pentimento und die Überlebenden reparieren jetzt 30% langsamer. Du kommst mit. Dort hoch an den Haken. Sie zerstören noch ein Totem. Okay. Also wenn die jetzt alle Totems zerstören und ich halt immer wieder Pentimento aufstellen kann, ist das schon fies. Perfekt. Zur 10. schreit die Nia auf. Ich baller direkt eine Krähe hin. Okay, Nia ist weg und zwar so weit weg, dass sie nicht durch Killerinstinkt aufgedeckt wurde. Okay. Schade. 1, 2. Ich weiß, dass Nia hier hinten irgendwo ist. Ich schau direkt mal. Zumindest hätte ich sie hier hinten gerade gesehen. Vielleicht ist sie auch weiter gerannt. So, oh, hier arbeitet ihr jetzt. Hallo, Lien. Oh, den hätte ich fast gegriffen, ne? Ich weiß nicht mal, ob das jetzt besondere Gier war oder ob der mich halt einfach nicht mitbekommen hat, ne? Okay, dort oben weg. Ja, auf um. Die Sache ist, die haben halt den Gendo super weit. Hat der ausgewogene Landung? Einmal. Anscheinend nicht. Sie haben wieder einen Totem zerstört, okay. Leute, die Sache ist, sie haben halt keinen Segen-Totem. Das heißt, die zerstören alle Totems. Das heißt, ich kann jetzt immer wieder Pentimento aufstellen. Ah, nee, sie haben gerade Pentimento zerstört. Okay, das war das Totem. Also, wenn ich dich jetzt hier aufhänge, geht hoffentlich der Generator, den ihr dort hinten so weit hattet, schön weit zurück. Also, nicht schön weit, aber 50% immerhin. Ja, Lien schreit nicht. Zack, Raben fliegt. Jetzt hat er mich aber mitbekommen, ne? Ich meine, der wurde ja schon am Anfang von mir gegriffen. Okay. Gut, dann loop ich dich halt so rum. Und entweder du verlässt den Loop, genau. Oder du kriegst mit meinen Raben zu tun. Das ist ein Hit, super. Aber so habe ich ihn halt schön aus der Reserve gelockt und von dort weggebracht. Er läuft nach unten weg. Dort vorne lang. Okay. Hier waren Nia und ich vorhin. So. Hab ich dich. Du, Dead läuft dort hinten. Ist halt so fies, ne? Ich stelle halt einfach den Vogel auf, ne? Tja, und Lien muss gucken, wo er bleibt. Und tap. Zack.
Ja, war halt leider kein Geißelhaken, sag ich mal, aber ist auch halb so schlimm. Da dadurch jetzt auch kein Geißelhaken weg ist. Und ich meine verbliebenen Geißelhaken noch nutzen könnte. So, 1, 2, 3. Schickt direkt die Raben los. Sie decken niemanden auf. Ich habe keine Ahnung, wo Claudette ist. Aber pff, ich meine, die sind nur noch zu zweit und müssen 3 Gems machen. Ich glaube, ich habe in der Runde schon alles erreicht. Ne? Und ich schieße nochmal nach dort oben ein. Okay, niemand hier. Jetzt hätte ich Killerinstinkt bekommen. Ich dachte, ich hätte gerade einen Atmen hören. So, zack, Pentimento steht wieder. Ich hatte halt Claudette hier gesehen, aber pff. Vielleicht ist die auf der Suche nach ihrem Totem und will endlich wieder Herzschlag hören können, weil sie ihr Spielzeugtotem nicht findet. Okay. Der Gen geht noch schön zurück, weil er vorhin durch Schmerzensecho betroffen wurde. Ja, die Überlebenden haben jetzt, ja, eigentlich haben sie jetzt nicht mehr viel von der Runde. Irgendwie verstecken die sich gerade nur. Aber auch schade, dass ich die nicht zufällig mal so aufdecke, ne? Ich werde jetzt mal versuchen, ich gehe mal kurz in den Keller und ich meine, so, okay. Ich hätte Killerinstinkt bekommen, wären da, glaube ich, Leute drin gewesen. So, ich schaue einfach mal. Vielleicht finde ich die Leute, ja. Ich meine, jetzt habe ich halt den Überblick. Kann ich da durch dieses Loch gucken? Niemand da, okay. Bei meinem Pentimento-Totem ist niemand. Puh. Für die Überlebenden anscheinend das Spiel jetzt auch langsam vorbei, ne? So, niemand dort. Hey, sind halt auch nur noch zu zweit. Ich meine, was wollen sie jetzt groß noch machen? Pentimento steht, also Gens gehen super langsam. Boah. Ich schieße jetzt einfach mal willkürlich Vögel irgendwo hin, aber verstecken die sich die ganze Zeit? Ach, Überlebende. Mann, wenn nur noch 2 leben und die sich beide verstecken, weil beide irgendwie die Falltür wollen. Ach, dort haben wir sie. Okay, Claudette. Zack. So, du darfst da lang weg. Okay. Fliegt. Wehe, die kommt mir wieder, ne? Das darf ich nicht zulassen. Okay, sie ist wieder hier lang. Claudette. Da lang. Die schleicht halt dann auch immer, ne? Okay, der Rabe ist zwar verkehrt rum aufgestellt, aber das hat schon gereicht. Wenn sie in den Raben reingelaufen, hätte ich den anderen Raben geschossen. Weil sie dann einen Krähenschwarm schon hätte. Du kommst auf die Schulter und ich glaube halt nicht, dass Nia irgendwo. Verdammt. Ich finde erstmal einen Haken, ne? Ich habe hier anscheinend viele Überlebende niedergestreckt. Ich glaube jetzt zwar nicht, dass ich Nia irgendwie an einem Generator sitze. Also sitzen finde. Ich glaube, dass ich Nia nicht an einem Generator sitzen finde. Ja, keine Ahnung, wo Nia ist. So, ich muss jetzt einfach versuchen, die Falltür zu finden und dann beenden wir das hier. Oder Nia findet die Falltür. Wäre natürlich auch kein Problem. So. Die Ohren sind gespitzt. Ich finde die Künstlerin halt sehr, sehr mächtig. Ne? Ich meine, ihr habt ja jetzt gesehen, was ich an den Loops machen konnte. Ich meine, man muss wahrscheinlich erstmal, wenn man Killer spielt, so ein bisschen den Bogen rausbekommen, wie das funktioniert mit den Raben. Wo man am besten vielleicht auch die Krähen hinsetzt. Okay. Nia läuft geradeaus. Heißt, ich versuche hier so ein bisschen jetzt hier von der Seite den Weg abzuschneiden. Die ist einfach an mir vorbeigelaufen. Ach, die sucht jetzt einfach die Falltür.
Ihre Strategie ist jetzt einfach laufen und vor mir da sein. Nicht irgendwie versuchen wegzukommen, zwangsläufig, sondern einfach vor mir da sein. Lass ich aber nicht zu. Hatte ich hier ein krasses Fenster? Ja, aber ich habe zum Glück noch den Schlag hinbekommen. Hier hatte ich auch, ich glaube hier war auch eine Wand, oder? Nee, daneben war eine Wand. Aber die Fenster auf der Map, die sind schon nicht ohne, ne? Also an sich, die Map finde ich richtig schön und auch cool gemacht. Aber dieses riesige Haus hier, ne? Das ist, finde ich, für Killer nicht ohne, weil du hast hier oben können zwei Paletten spawnen. Du hast hier verschiedene zerstörbare Wände, die du zerstören müsst, ne? Das hier ist so eine super Palette. Wenn du nicht Jägerin oder irgendwas mit Range bist, Künstlerin, ne? Du spielst vielleicht Feinsteller oder so, musst die Palette halt zerstören, ne? Ist eine super Palette. Aber gut. Überleben haben gut gespielt, wir haben Double Pip gemacht und das waren sie. So, sie haben sich auch selbst auf die Map gewünscht, konnte ich sie mir nochmal schöner anschauen. Na gut, lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!